Das heißt, Sie sehen hier, dieses Wechselspiel ist durchaus interessant. Also wir nehmen nicht nur wahr, sondern wir gestalten auch selbst das Medium. Das heißt, nicht nur, wie wirkt das Medium auf uns, sondern auch die wichtige Frage und gerade auch für Medienpädagogen wichtige Frage, das Aktive, was machen wir eigentlich mit den Medien? Und jetzt ist es aber so, dass, und deswegen zeige ich Ihnen das Modell, das zeige ich Ihnen aber jetzt nur in aller Kürze, weil das sozusagen war der medienpädagogische Part, jetzt wird es ein bisschen wilder, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt noch tiefer zu greifen. Ja? Das heißt also nicht nur auf der Ebene des Mediums bleiben, sondern auch tatsächlich auf die Ebene des Werkzeugs gehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht schon mal eine Software geschrieben hat. Als ich letzte Woche in Stuttgart war und vor den Ingenieuren und Maschinenbauern, da gingen alle Hände hoch. Ja? Ich hatte Sie ja eingeladen, einige von Ihnen waren bestimmt auch dabei. Und was ich sagen will ist, wir haben immer mehr und immer leichter die Möglichkeit, denken Sie beispielsweise mal auch an Grundschule und wenn Sie mit Scratch arbeiten, mit den Kindern oder Jugendlichen, es ist so einfach mittlerweile, beispielsweise einem Roboter zu sagen, einem kleinen Modell, das Sie gemeinsam gebaut haben mit den Grundschulkindern, was dieser Roboter zu tun hat. Das heißt, Programme zu schreiben ist heute dank bestimmter Tools, die es mittlerweile gibt, total easy. Ja? Ich hätte Ihnen jetzt noch was zum Ötzi erzählt, anhand des Werkzeugs, aber das überspringe ich jetzt in Anbetracht der Zeit, sondern springe jetzt gleich zu den Beispielen. Also beispielsweise mit diesen Tools, die sich erstmal, wenn Sie sie nicht kennen, hört sich das kompliziert an, aber letzten Endes da ist großes Potenzial. Und wenn Sie das mal probieren wollen, ist es wirklich super easy. Man muss einfach nur entsprechend die Programmelemente muss man einfach nur hintereinander anreihen und schon funktioniert es. Einige von Ihnen nicken, die kennen das wahrscheinlich. Und jetzt sage ich, es geht aber noch mehr. Und zwar können wir die Schnittstelle noch ein bisschen tiefer machen. Ist ein lustiges Bild, ne? Aber, und jetzt eben auch noch weiter runter auf die Ebene der Hardware, also auf die technisch-physikalische Basis der Maschine. Und die habe ich dann als entsprechend vierten Modus bezeichnet. Das heißt also, wir können technische Geräte gestalten, wir können sie individualisieren, wir können selbst Hardware entwickeln und technische Artefakte weiterentwickeln. Und möglich wird das zum Beispiel durch sogenannte offene Werkstätten, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, sogenannte Fab Labs, Makerspaces. Und das sind Orte, an denen jedermann, Sie auch, wenn Sie das wollen, Zugriff zu Produktionsmitteln und industriellen Produktionsverfahren erhalten können. Ich teaser mal etwas, was Sie, also Sie sind ja quasi unter uns, also insofern kann ich das sagen. Wir haben mit der Uni Stuttgart gemeinsam einen BMBF-Antrag gestellt und da geht es darum, ein Labor für eben einen solchen Makerspace einzurichten für die Uni Stuttgart und für die PH Ludwigsburg und wir haben ihn genehmigt bekommen. Das heißt also, in Zukunft wird es ein Makerspace auch an der Uni Stuttgart und wahrscheinlich auch an der PH Ludwigsburg geben. Also Sie können das bald aktiv ausprobieren. Das BMBF hat zugestimmt. 3 Millionen. Wir haben noch nicht gefeiert, aber demnächst. Ja. Wenn Ihnen der Begriff was sagt, die Maker-Bewegung zeigt, dass man eben noch einen Schritt tiefer gehen kann in die Technik und dass man nicht nur Medien kreativ gestalten kann, sondern kann das, was wir üblicherweise mit Medien machen, auch ganz kreativ mit Technik machen. Ja? Also man denkt da zum Beispiel an 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Maschinen und so weiter, mit denen man dann die digitaltechnische Basis beeinflussen kann. Und das theoretisch für alle, weil es wirklich nicht schwer ist. Also ähnlich einfach, wie wenn Sie Medien beeinflussen wollten, was für uns selbstverständlich war und was für die meisten, vielleicht für ihre Elterngeneration noch unverständlich war. Ich mache mal ein Beispiel, was in der Schule möglich ist und warum das interessant sein kann, auch für Schule, wenn es darum geht, zu lernen,
etwas über Medien zu lernen und auch etwas über Technik zu lernen. Wenn Sie sich vorstellen, stellen Sie sich eine Grundschulklasse vor und Sie basteln gemeinsam mit der Grundschule, mit den Grundschulkindern einen Roboter. Dann können Sie erstmal thematisieren die einzelnen Bauelemente, wie die so funktionieren. Dann bauen Sie diesen Roboter gemeinsam und dann fangen Sie an, den Roboter auszuprobieren. Das in diesem Fall jetzt ist es ein Roboter hier, den Sie hier sehen. Sie haben wahrscheinlich erraten, worum es geht. Der Roboter kann einer schwarzen Linie folgen. Das macht er mittels eines Sensors. Folgt er über den Kontrast des weißen Papiers und der schwarzen Linie, kann der Roboter erkennen, wo ist die Linie. Das Programm haben die Kinder übrigens auch selbst geschrieben, mit Scratch in diesem Fall. Und dann folgt der Roboter der Linie. Und dann kann man jetzt sagen, okay, ja, man kann das thematisieren, man kann ein Programm schreiben, man kann einen Roboter basteln, aber wo wird es spannend? Ja, genau. Richtig spannend wird es nämlich dann erst, wenn die Kinder mit dem Roboter anfangen zu spielen. Und was werden die Kinder machen mit dem Roboter? Haben Sie eine Ahnung? Es dauert nicht lange. Und wir nennen das Tinkern, was sie machen. Ja? Ich hätte gesagt, die wollen die beeinflussen. Ja, genau das wollen sie nicht. Also die Kinder fangen erstmal das an, was sie gemacht haben, dann acht ganz eigene Wege. Dann fangen die Kinder aber auch irgendwann an, die Kurven so eng zu ziehen, dass der Roboter es immer schwerer hat. Und irgendwann, das wird dann richtig lustig, kippt der Roboter um. Ja? Oder schafft es nicht mehr oder verliert die Linie oder sonst irgendwas. Das heißt, das nennen wir Tinkern. Ja? Das heißt also, wir führen die Technik an ihre Grenze und haben dadurch nochmal einen Impuls gesetzt, mit der man thematisieren kann, warum ist dort eine Grenze und welche Grenze ist dort eigentlich erreicht. Das heißt, da wird es dann eigentlich wirklich spannend. Also nochmal eine weitere Chance, um dieses Lernen über Medien, Lernen über Technik zu thematisieren. Und jetzt zum Abschluss, also sozusagen quasi kurz vor dem, es ist zwar nicht Tag der Arbeit, aber es passt trotzdem ganz gut. Ich möchte jetzt nicht ganz so weit gehen und behaupten, dass sich durch dieses technische Handeln diese Klassenteilung, die ursprünglich von Marx auch mal aufgebracht, aufgeschrieben wurde, sich gänzlich auflösen wird. Sie kennen das. Also nämlich die Aufteilung in die Bourgeoisie, also diejenigen, die für die Produktion notwendige Produktionsmittel erhalten und haben, besitzen, und das Proletariat, das lediglich so viel verdient, dass es seine eigene Arbeitskraft aufrechterhalten kann, aber niemals in der Lage sein wird, selbst Produktionsmittel zu besitzen, um eigene Ideen umzusetzen und zu verfolgen. Also, mit diesen responsiven Ideen haben sich die Ideen von Barke und Brecht verwirklicht. Also wir können alle zur Kommunikation, wir können alle kommunizieren, wir können alle theoretisch erreichen. Und hier vielleicht sogar die Klassenteilung aufgelöst. Denn theoretisch kann jeder von Ihnen entsprechend produzieren und anhand von Software, gerade ist das zukünftig auch immer leichter. Das heißt also, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, die technischen Geräte zu nutzen, die uns die Digitalbourgeoisie jetzt zur Verfügung stellt, sondern wir können selbst etwas entwickeln. Das finde ich eine spannende Sache. Ich zeige Ihnen nochmal diese Folie, die hatten Sie im letzten Foliensatz schon entdeckt. Da hatte ich aber nicht mehr wirklich Zeit in der letzten Veranstaltung, deswegen zeige ich es Ihnen als Wiederholung. Aber es ist im Prinzip nur nochmal ein Rückblick, nochmal eine Erinnerung, worum ging es bei der Medienerziehung, worum ging es bei der Medienbildung als ein Lernen über Medien. Und da muss man zunächst mal konstatieren, unsere Wahrnehmung, denken Sie an Niki aus der Sitzung zur gesellschaftlichen Medienentwicklung, unsere Wahrnehmung von Welt ist zunehmend linear. Da denke ich, gibt es Einigkeit. Auch und entsprechend Kommunikation und Kollaboration ist in höherem Maße medial. Und aufgrund tieferer Schnittstellen in die Maschine, das hatte ich in der letzten Woche, vorletzte Woche, können alle Menschen auch zu technisch Handelnden werden. Und gleichermaßen beginnt eben mit dieser Entwicklung auch etwas, was wir Machine Learning nennen, also die Maschinen handeln irgendwann selbst und erzeugen in ihrem Handeln dann entsprechend das, was wir auch können, mediale Artefakte.
Und es wird irgendwann herausfordernd, wenn nicht jetzt sogar schon, dass wir unterscheiden müssen, was davon eigentlich, was uns bei in den sozialen Netzen, beispielsweise bei Facebook oder auch bei Insta, geboten wird, was ist von einem Menschen und was ist vielleicht von einer Maschine. Welche Likes sind tatsächlich von Menschen und welche Likes wurden von sogenannten Klickfarmen gemacht. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, kann man auch mal googeln. Ist faszinierend, sind Parks, Maschinenparks, die aus lauter Handys bestehen, die gegen Geld bestimmte Inhalte nach oben klicken. Wenn man mal anschaut, was sich heute geändert hat, dann ist es so, früher war es so, also gerade was Meinungsfreiheit betrifft, ich habe das letzte Mal auch schon kurz zu Rezo etwas gesagt, und Sie haben das bestimmt in den Nachrichten entsprechend mitbekommen. Früher war es entscheidend, dass jemand, also wenn man zensieren wollte, ja, wenn man jemanden zensieren wollte, dann musste man ihm sagen, und Sie haben bitte eine Meinung nicht zu äußern. Heute kann jeder seine Meinung äußern, das ist gut. Heute gibt es ein Aufmerksamkeitsproblem oder eine Aufmerksamkeitsherausforderung. Insofern ist es die Herausforderung heute, Aufmerksamkeit auf das zu ziehen, was eine Person als Meinung oder eine Person als ihre Wahrnehmung, als entsprechend gepostet hat. Und deswegen gibt es solche Entwicklungen, die man durchaus nochmal kritisch reflektieren muss. Also das heißt, zunehmend sind nicht nur die Menschen aktiv, die Menschen können immer aktiver werden im Umgang mit Medien, sondern auch die Maschinen können es. Und das hat ganz positive Seiten, hat aber auch wirklich sehr kritische Seiten, über die wir vielleicht an dieser Stelle auch noch ein bisschen genauer diskutieren.